Schönen guten Morgen. Heute ist der 21. Sonntag im Jahreskreis und ich freue mich, dass ihr heute wieder hineinschaut in diesen Videokanal, um den Videoimpuls für den Sonntag zu sehen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind gesund und munter und wünsche Ihnen schon jetzt eine gute Woche. Ich habe Ihnen auch für diesen Sonntag einen Lesungstext ausgesucht. Wir schauen heute mal in den Text der zweiten Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer, im Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Da heißt es: Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfend erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt und was gut und vollkommen ist. Soweit mal die Worte aus dem Römerbrief der Lesung. Mal einen kleinen Sprung zu Ihnen. Ich erinnere mich an Religionsunterricht, zweite Klasse. Das Thema war Abraham. Das kommt ja wirklich drin vor. Und es gibt diese Stelle, wo Abraham seinen Sohn Isaak auf den Berg schleppt, ihn auf den Altar legt und gewillt ist, ihn dann Gott zu opfern. Die Kinder halten natürlich den Moment an und dann den Atem an, meine ich. Und im letzten Moment kommt der Engel Gottes und verhindert die blutige Tat. Erleichterung der Klasse, Erleichterung bei den Kindern. Doch zugleich auch Beklemmung, denn statt Isaak muss nun ein Widder den Kopf hinhalten. Später dann im dritten Schuljahr die Erzählung vom Auszug aus Ägypten. Auch hier wird geopfert, wird das Blut eines Lammes an der Tür zum Schutzzeichen, das den Tod abhält. Schwestern und Brüder, wer die Bibel liest, der kommt am Opfer nicht vorbei. Schlacht, Brand und Speiseopfer aller Art kommen selbstverständlich darin vor. Und das Neue Testament übersteigt das alles noch, wenn es von Christus, dem einen, dem wahren Lamm Gottes spricht, dem Opfer, das alle anderen Opfer überbietet. Fällt es uns gewöhnlich und schwer, die biblischen Opfer zu verstehen, so verbinden wir auch im weltlichen Bereich mit Opfer grundsätzlich etwas Destruktives und Negatives. Wenn der Staat uns auffordert, ein Opfer zu bringen, dann wird es uns etwas kosten, im besten Falle Geld, im schlimmsten Fall das Leben. Opfer sind uns suspekt. Und so haben wir in den letzten Jahren das Wort konsequent aus unserem kirchlichen Wortschatz getilgt. Ein merkwürdiger Graben klafft da zwischen dem pastoralen und theologischen Sprachgebrauch. Für die meisten Gläubigen ist die Heilige Messe nur noch ein Gemeinschaftsmahl, bei dem Christus alle zu Tisch lädt. Diese Ansicht ist weit verbreitet und findet sich seit Jahren in unseren Katechesen und Predigten wieder. Schaut man jedoch in den offiziellen Katechismus, der ja die katholische Glaubenslehre wiedergibt, so stellt man vielleicht verblüfft fest, zwar ist die Heilige Messe auch ein Gemeinschaftsmahl mit dem auferstandenen Christus, aber zunächst und vor allem ist sie die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfer Jesu. Damit sind wir wieder bei diesem ungeliebten Wort Opfer. Es stellt sich die Frage, was wir denn meinen, wenn wir bei der Gabenbereitung beten, der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhme seines Namens und zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Falls man das überhaupt noch betet. Denn viele Priester lassen diesen unbequemen Text einfach weg. Kann denn in einem Opfer Segen und Heiligen? Erst recht im Opfer Jesu Christi in seinem Tod am Kreuz? Braucht Gott denn wirklich dieses Opfer? Wo Gott doch selber im Psalm 50 fragt, soll ich denn das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Noch einmal, kann in einem Opfer Segen und Heiligen? Denn darum geht es doch, um das Heil des Menschen, um die Frage aller Fragen, wie gelingt dem Menschen ein gutes Leben? Diese Frage ist gewiss keine spezifisch christliche, sondern hat schon die alten Griechen beschäftigt. Besonders Platon und Aristoteles betonen, letztlich ist nur der Mensch ein guter Mensch, der das Gute aus innerer Überzeugung tut und nicht, weil der Polizist an der Ecke steht. Damit man das Gute aus innerer Überzeugung tut, braucht der Mensch die Tugenden.
Und unter den Tugenden gibt es nun eine, die entscheidend für ein gutes soziales Miteinander und ein gelingendes Leben ist, die Gerechtigkeit. Gemeint ist damit, dass jeder das bekommt, was ihm gebührt. Nicht nur im materiellen Sinne, sondern auch im Umgang miteinander. Respekt, Anerkennung, Dank und Würde. Und hier beginnt die Religion. Wenn ich glaube, dass es einen Gott gibt, dann muss auch er erhalten, was ihm gebührt. Wenn es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat, dann gebührt ihm Dank, Lob und Anerkennung. Dann gebührt ihm mit einem Wort Gottesdienst. All unsere Gottesdienste sind daher zunächst Dankgottesdienste. Eucharistie heißt ja nichts anderes als Danksagung. Das ist heutzutage nicht mehr allen bewusst. Wie viele Menschen sagen uns denn, sie kämen nur dann in die Kirche, wenn ihnen der Gottesdienst was bringt, sie ihn gerade brauchen oder sie in Not sind und Gott um etwas bitten wollen? Noch einmal, Gottesdienst ist zunächst Dank und Lob, bedeutet Gott zu geben, was ihm gebührt. Machen wir einen Sprung zum großen Kirchenlehrer des Mittelalters, zu Thomas von Aquin. Wenn religiöses Handeln Gottesdienst bedeutet, dann unterscheidet Thomas dabei zwischen inneren und äußeren Handlungen. Das Innere, das, was uns im tiefsten bewegt, kann nicht verborgen bleiben. Der Mensch trägt sein Inneres nach außen, das ist uns im Alltag doch ganz geläufig. Verliebte schenken sich Rosen, malen Herzen an die Wand, gehen auf die Knie und halten der Angebeteten einen Ring unter die Nase. Was für den Außenstehenden vielleicht wirkt, als würde ein Verrückter eine Frau belästigen, indem er für ihr Gymnastik betreibt, ihr Gemüse schenkt, damit sie ihm einen Goldring abkauft, ist für Liebende der Ausdruck ihrer tiefen Zuneigung. Der Mensch braucht äußere Riten, Gesten und Symbole, um sein inneres Fühlen und Denken auszudrücken. Und hier beginnt das Opfer im biblischen Sinn. Nach jüdisch-christlichem Verständnis ist Gott der Wichtigste in unserem Leben. Ihm gebührt in allem der Vorrang. Für den Gläubigen ist Gott die Ursache, das Ziel und der Mittelpunkt allen Lebens. Diese große Hochachtung vor Gott will der Mensch ausdrücken. Nur wie? Für die alten Israeliten in ihrer Nomadenkultur war der Weg ganz einfach. Wenn Gott das Wichtigste im Leben ist, an erster Stelle steht, dann gebührt ihm das Erste, das Wichtigste, das Beste, was ich habe. Für den Hirten war das eines der neugeborenen Lämmer. Für den Bauer waren es die Erstlingsfrüchte. In diesem dankbaren Sinne haben Kain und Abel geopfert und Gott gegeben, was ihm gebührt. Das Beste, das Erste, das Wichtigste für Gott. Nicht, weil Gott das bräuchte, sondern weil der Mensch auf diese Weise die hervorragende Stellung Gottes anerkennt. Oder dort, wo er sie eben nicht anerkannt hat, sich mit Gott versöhnt. Und hier erhält das Opfer Abrahams eine ganz wichtige Bedeutung. Es markiert eine wichtige Grenze. Das Erste, das Beste, das Wichtigste. Aber niemals ein Mensch. Gott will nicht den Tod des Menschen, sondern sein Leben. Aber wie passt das nun mit dem Opfer Jesu zusammen? Bei einem vollkommenen Opfer bilden der äußere Akt und die innere Haltung eine Einheit. Immer wieder stoßen wir im Alten Testament auf die Kultkritik der Propheten, auch heute noch hochaktuell. Wie oft wirft man uns vor, den Gottesdienst mechanisch, nur äußerlich zu feiern, ohne innere Beteiligung, ohne dass man unsere Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott spürt. Jesu Leben ist ganz und gar geprägt von der völligen Hingabe an Gott. Er hat sein Leben lang Gott an erster Stelle gesetzt, kompromisslos bis in den Tod. Nicht Gott hat Jesus brutal geopfert, sondern Jesus hat sich selbst geopfert. Er hat sich ganz und gar Gott hingegeben, mit ganzem Leib und ganzer Seele. Er hat uns diese bedingungslose Ganzhingabe, dieses bedingungslose Vertrauen vorgelebt und zugleich hat er das alles überboten. Denn nicht nur die innere Haltung ist entscheidend für das Opfer, ebenso entscheidend ist die Gabe selber. Es ist Christus, der Gottessohn, der sich da am Kreuz hingibt. Liebe und Hingabe gehören zusammen. Jede Mutter, jeder Vater weiß das. Wer liebt, der ist bereit, Opfer zu bringen, ja sogar sich selbst zu opfern. Das ist das Opfer Jesu. Die vollkommene Hingabe im vollkommenen Vertrauen auf Gott. Ein Akt der vollkommenen Liebe,
gegen den Hass des Kreuzes, gegen den Hass der Welt. Nirgendwo stimmen Gabe und Hingabe, äußerer Akt des Opfers und innere Haltung so sehr überein, nirgendwo ist die Gabe kostbarer als am Kreuz. Und weil dieses Opfer so vollkommen ist, kann und muss es nicht mehr überboten werden. Dennoch fordert uns Paulus hier in der heutigen Lesung auf, uns selbst als lebendige Opfergabe darzubringen. Das geht aber nicht, wenn man in der Heiligen Messe nur noch ein Gemeinschaftsmahl sieht. Hingabe hat zutiefst diakonischen Charakter, ist opferbereite Liebe. Daher ist es auch gerade der Dienst des Diakons, den Menschen das Geheimnis des Glaubens neu bewusst zu machen, indem er in der Messe sagt, Geheimnis des Glaubens. Und alle dann antworten, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Die Heilige Messe vergegenwärtigt Sterben, Tod und Auferstehung des Herrn. Sie vergegenwärtigt sein Opfer und sie fordert uns heraus, in unserem Leben zu zeigen, was wir glauben, dass Gott an erster Stelle steht, dass ihm Dank und Lob gebührt. Das zu leben gegen alle Widerstände, das ist unser Opfer, das sich hier auf dem Altar mit dem Opfer Christi vereint. Nur in diesem Sinne müssen Christen opferbereit sein. Und so wünsche ich Ihnen eine gute Woche, in der Sie für sich selber spüren, dass Gott für uns das Wichtigste ist, dass er immer an unserer Seite ist und dass er Sie mit seinem Schutz und seinem Segen begleitet. So segne und behüte Sie Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und wie immer, geht hin in Frieden.